Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und natürlich nochmal vielen Dank auf jeden Fall auch an alle, die gestern mit dem Livestream dabei waren. War wirklich eine richtig schöne Sache. Wir haben richtig viel geöffnet, viele Packs geöffnet, was auch immer. Es war sehr viel am Start. Wir hatten auch ein bisschen Packluck, aber dazu gleich noch mehr. Denn zuallererst haben wir hier noch ein wunderschönes Pack von EA bekommen. Zum Login hat ja jeder bekommen. Und zwar geht es darum, dass man eine Icon Iron Wright 93 Guest bekommt. Mit noch ein paar Trikots, Logos, was auch immer. Und Fußball ist für alle da, dies, das. Da geht es nämlich darum, ich denke mal, viele fragen sich, warum das Ganze und warum ausgerechnet Iron Wright. Ich kann euch jetzt mal so kurz zusammenfassen, für die, die es vielleicht nicht wissen. Also mit Diskriminierung und so steht er hier drin. Also natürlich möchte EA ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen mit den verschiedenen Ligen, auch als Partner. Und man nimmt Iron Wright, weil er damals, also ich glaube vor einem Jahr ist es passiert, da hat ein FIFA-Spieler hatte ziemlich viel Frust nach der Weekend League und hat Iron Wright persönlich aufs Heftigste diskriminierend beleidigt mit allen möglichen Schimpfwörtern und das wurde halt öffentlich, der Typ wurde verurteilt und da hat sich jetzt EA dran gesetzt, dass hier auch wirklich, dass es auch groß gemacht wird, dieses Thema, hier gegen Diskriminierung zu sein. Und genau, deshalb gibt es jetzt hier auch eine Icon Iron Wright und wir holen uns das jetzt einfach mal ab, let's go. Können wir mal machen hier. Let's go. 93er Iron Wright. Ich glaube, den kann man sogar gar nicht verkaufen, oder? Genau, der ist nicht verkäuflich. Und noch total wunderbare Logos. Ich werde bestimmt noch mal so eins reinhauen. Eins reinsetzen, genau. Und ja, dann einfach mal schauen, was alles noch so geht. So, also nochmal zum Livestream. Vielen Dank für euren Support. Wir haben das Beste, was wir gezogen haben, war ein 93er Rodri. Also schon mal ganz in Ordnung. Sonst halt viele 89er und so. Ich habe 3200 Punkte gehabt bei Reservespieler. Ich habe da so hart reingehauen. Ich habe mir auch Ich habe mir auch noch einen 994er Spieler abgeholt und direkt auch in der SBC beim UTOTS eingetauscht. Das war natürlich auch sehr, sehr geil. Ein 94er Serie A Spieler. Ich weiß gar nicht mehr, wo waren das hier? Quadrado war es, genau. Quadrado war das. Den habe ich hier reingeballert. Und in die SBC, da habe ich jetzt glaube ich 70 Punkte oder so, aber da kommt natürlich noch ganz viel dazu, denn ich möchte natürlich noch warten, ehe ich hier die ganzen Aufgaben und so durch habe mit den ganzen verschiedenen Tots, denn dann, hier diese Aufgaben hier, wenn ich die durch habe, erst dann werde ich meine ganzen Tots-Spieler in die SBCs reinbuttern, weil ich jetzt nicht unnötig noch Spieler reinhaue und dann noch neue brauche und ach, meine Güte, keine Ahnung. Da wollte ich jetzt erstmal auch ein bisschen aufpassen hier, ne? Ich will ja hier nicht zu viele auf einmal wollen. Okay, 117 Millionen Münzen habe ich, by the way, auch am Start. Das wären natürlich nochmal ein paar mehr, aber sieht ja eigentlich erstmal erstmal ziemlich gut aus, würde ich mal behaupten. Also 117 Millionen, da wird es auf jeden Fall nochmal ein ordentliches Team-Upgrade geben. Demnächst, ich würde mal so sagen, so nächste Woche. Nächste Woche wird es ein heftiges Team-Upgrade geben. Da wird ziemlich viel passieren, auf jeden Fall. Kommen wir mal noch schnell Schüsse-Duell. Ja, da wird richtig viel passieren. Also ich werde alles ausgeben wollen. Mal gucken, wie sich das im Endeffekt dann machen wird, wie sich das gestalten wird. Aber das wird eine richtig heftige Sache, Leute. Das wird eine richtig, richtig heftige Sache. Ein bisschen was habe ich mir auch ja schon gestern geholt. Hat ihr vielleicht der ein oder andere schon gesehen. Aber da wird es auf jeden Fall noch mehr geben, Leute. Da wird es noch viel, viel mehr geben, was da noch alles so kommt. Und das wird eine richtig, richtig wilde Sache. Also, Leute, das wird wild. Das wird richtig wild. Okay, so, zack, Skillspiele haben wir jetzt erstmal noch hier, zack, eins gemacht. Komm, wir holen uns nochmal hier das Gratis. Ach so, 36, na gut, nimmt mal mit. Was gibt's hier Schönes? Ach, 15.000 Münzen, let's go. Das ist natürlich das, was man hier haben möchte. Kappa. Let's go, vielleicht ziehen wir sogar nochmal einen Walkout. Ziehen wir einen Walkout? Ja, oh mein Gott, wir haben einen Walkout drin. Oh mein Gott, Tots Walkout. Ja, okay. 86, ne, 87, na gut. Kurtic, perfekt. Ja, moin. Da freut man sich über einen Walkout und dann zieht man so ein. Ja, gut, perfekt. Das war's komplett. Das war's
Absolut. Komplett. So, haben wir das erstmal abgeholt, haben wir das auch abgefrühstückt. Ich glaube, im Shop gibt es nämlich auch noch was Neues. Da gibt es nämlich jetzt neue, genau, es gibt Vinicius Junior Packs. Vinicius Junior kann man jetzt anstatt Ronaldo ziehen. Werde ich vielleicht auch mal öffnen, mal gucken, ob ich da was machen werde in die Richtung. Ja, kann ich mir eigentlich schon ganz gut vorstellen, aber muss ich mir nochmal ein bisschen überlegen, ob ich das machen werde oder eben nicht. Es gibt hier sonst nichts weiter Neues, außer halt hier kann man nochmal für Ligenpunkte auch nochmal Trainingsübertragungspunkte, Items da bekommen. Und das ist eine ganz gute Sache, das werde ich nämlich auch machen, denn damit kann ich mir auf jeden Fall auch nochmal dann im Endeffekt die ganzen neuen Spieler und so, die ich mir noch holen möchte, kann ich mir dann auch leisten, weil ja, man braucht diese Trainingsübertragungspunkte so krass, das ist wirklich der Wahnsinn, für das ganze Trainieren und so, es ist wirklich, so 4 Stück. Zack, hauen wir hier auch nochmal raus. Wie viel habe ich jetzt zusammen? 1012 sollte eigentlich reichen für die ganzen Spieler, die ich noch vorhabe zu holen. Aber man kann ja natürlich nie wissen, deswegen hole ich jetzt am besten Willkommensangebote. Irgendwo war das hier. Da ging nämlich nochmal, konnte man sich hier bei Ressourcen, doch nochmal bei Ressourcen. Genau, hier, das hier. Das konnte man sich nämlich auch nochmal holen. 6 Stück. Da warte ich lieber nochmal ein bisschen, ehe ich das mache. Ich habe jetzt, by the way, auch 1000 Stück. Also, all good, alright. Und Umtausch können wir nochmal kurz gucken. Da gibt es eigentlich nichts Neues außer Ende einer Ära. Da kann man nämlich verschiedene Ende einer Ära-Spieler sich abholen. Das sieht schon ziemlich geil aus, muss ich ehrlich sagen. So ein Chiellini zum Beispiel, heftig. Mit Fernandinho, also Marcelo, Chiellini, also boah, das sieht wirklich wild aus, muss man ehrlich mal sagen. Ich hätte da schon Bock drauf, die vielleicht zu machen. Muss man halt im Endeffekt dann überlegen, ob es einem das wert ist. Aber so ein Marcelo, also 7 Tage lang gehen die ja, diese Angebote. Und ich glaube sogar, ich werde mir vielleicht so einen holen. Muss ich mal überlegen, ob ich mir das wirklich zutraue, ob ich das wirklich machen möchte. Aber die sind teuer, ich weiß. Aber ich hätte Bock drauf. So, weil einen LV brauche ich auch. Ich brauche einen neuen LV. Und einen RV möchte ich mir im U-Torz holen. Und einen LV... Marcelo, ja, ich glaube, die sind zwar unverkäuflich, aber so einen zu spielen, ist schon eine richtig geile Sache. Also Leute, ich hätte da Bock drauf. Mal schauen, was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wird mich mal interessieren. Die sieht schon echt geil aus. Oh. Ich hätte da richtig Bock drauf. Ich glaube, so teuer wären die gar nicht, ne? So ein bisschen teuer auf jeden Fall, aber so ganz teuer, glaube ich, wird es gar nicht mal so, ne? Na gut, okay, egal, wir werden sehen, Leute, was da jetzt passiert. Ich habe mir, by the way, noch gestern im Livestream noch eine neue Icon abgeholt. Habt ihr ja wahrscheinlich gerade eben schon gesehen, in Seedorf habe ich mir geholt. Den habe ich auf 99 trainiert, sieht sehr, sehr geil aus, Jorginho verkauft. LV hole ich mir dann wahrscheinlich doch wirklich hier diesen Marcelo ab. Ich habe da wirklich Bock drauf, ne? Also Marcelo und dann vielleicht noch Marcelo und Chiellini. Boah, das wäre wirklich geisteskrank. Marcelo und Chiellini hinten reinzustellen. Auf den hätte ich eigentlich auch Bock, muss ich ehrlich sagen. Auf so einen Chiellini. Aber der Boost ist absoluter Schmutz. Naja, muss ich mir nochmal überlegen, ob ich das wirklich machen möchte. Egal. So Leute, das soll es gewesen sein vom heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr nochmal, by the way, sehen, wie weit ich gerade im Pass bin. Ich bin bei Stufe 104. Aber ich eigentlich 105, 106 so ungefähr. Es wird eine Punktlandung. Es wird auf jeden Fall eine Punktlandung bis 125. Ich werde suchten. Ich hoffe, ich schaff's. Leute, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.